Jo, haude Freunde, da sind wir wieder zurück zu FIFA 20 im Karrieremodus. Herzlich willkommen back heute gegen Red Bull Leipzig. Spielen wir heute Bundesliga-Spieltag. Ich musste ein bisschen durchrotieren, weil viele Spieler vom letzten Spieltag noch ein bisschen ermüdet waren. Deswegen unter anderem Davies auf der linken Seite zum Beispiel. Gut, Lewandowski spielt im Sturm, aber ich habe Müller für Gnabry im rechten Mittelfeld aufgestellt. Genau, Javi Martinez spielt von Anfang an heute mal. Süle ist mit dabei. Genau, hier sehen wir Davies schon. Müller hatte ich eben schon angesprochen. Tolisso darf heute auch von Anfang an ran. Dann gucken wir nochmal in die Aufstellung. So, heute am Tag der Aufnahme ist übrigens Halloween. Ich hoffe, dass nicht irgendwelche Kinder hier klingeln, ansonsten kriegen sie einen Bund Möhren in der Hand gedrückt. Hier ist mal was Gesundes. Oder ein paar Erbsen. TK-Erbsen. Naja, bei uns klingelt sowieso niemand. So, Javi Martinez ist dabei, Kimmich. Pavard, Süle sehen wir schon. Und dann haben wir hier Lucas Hernandez. Javi Martinez, genau, da ist er. Tolisso, Coutinho, Müller, Lewandowski und Davies. Da von Anfang an ran heute. Naja, und Manuel Neuer am Tor natürlich. So, dann mal los. Ich bin gespannt. Es gab einen neuen Patch. Patch 1.06, glaube ich. Also ich bin ehrlich, ich habe mir jetzt nicht die ganzen Patch-Notes da angeguckt. Das Mittelfeld unterstützt die Offensive. Oh, schade. Direktabnahme da von Lewandowski. Naja, gut. Die Flanke kam aber auf den Punkt. Naja, oder Flanke. Eigentlich mehr die Rückgabe. Halb hoch, genau auf dem Fuß von Lewandowski. Und ich glaube, das kann er besser. Da wird die Aufstellung von RB Leipzig. Sie sind heute recht defensiv eingestellt, oder sehe ich es falsch, Buschigi? Ja, sieht erstmal so aus, aber die Außenverteidiger gehen natürlich nicht. So, ich muss mich erstmal wieder ein bisschen eingrooven hier bei FIFA. Ich habe jetzt so viel Wreckfest gezockt. Na komm, holen wir doch noch. Ja, Coutinho verliert den Ball leider. Rodrigo am Ball. Naja. So einfach geht's nicht. So, Davies startet, ne? Ja, schade. Zu optimistisch gewesen. Oh, Pavard hat ihn eigentlich schon. Verliert dann doch noch den Zweikampf. Da muss er eigentlich nur richtig nachsetzen. Dann wäre die Situation geklärt gewesen. Aber gut. Oh Mann. Was macht er draus? Vielleicht die Führung. Komm! Was? Davies trifft nur den Pfosten im Nachsetzen. Eieiei. Riesendusel da für Leipzig. Schade. Oh, Hernandez, nicht unbedingt der Dribbelkünstler da außen. Und Tolisso, ja, schade. Bisschen wenig Bums, hat da einen Schuss bekommen, ansonsten gar nicht verkehrt gewesen. So, probieren wir es mal mit Müller. Ah, gut, Leipzig hat aufgepasst. Das dürfte ein Ball für Neuer sein. Komm, Neuer. Neuer, sage ich schon. Das war natürlich nicht Neuer, sondern Müller. Genau, mit Müller. Lukas spielt mal links außen heute. Für Alaba von Anfang an. Kann er ja spielen. Kimmich.
Oh, in dem Moment. Oh, Müller versucht es mit einem Schlenzer. Da muss die Abwehr nichts machen, das war ungefährlich. Schade. Knapp daneben. Müller mit der Innenseite, mit dem linken Fuß. Komisches Zweikampfverhalten von Pavard. Da ist er wieder am Ball jetzt und verliert ihn aber wieder. Ach Mensch, Pavard. Was ist los? Genau richtig so, das wäre eine völlig unnötige Unterbrechung gewesen. Konrad. Ja, mit viel Übersicht. Oh, Neuer hat ihn. Ja, schade. Unnötiger Ballverlust von uns mit Hernandez. Oh, Müller steht ja ganz frei da. Ah, Mist. Zu ungenau die Reingabe von Müller. Oh, Pavard lässt sich da vernaschen. Und Neuer, ja, ist da mit dem Kopf. Was hat er jetzt? Was? Wofür? Wofür gibt's Gelb? Was haben wir da verpasst? Achso, wird auch gar nicht wiederholt, okay. Bleibt ein Rätsel, warum Martinez hier die gelbe Karte bekommt. Ah, Mist. Jetzt wollte ich direkt vorbeigehen mit Lewandowski. Leipzig mit Glück da. So, jetzt müssen wir auf jeden Fall mal ein paar Chancen kreieren, langsam. Das könnte gefährlich werden. Scheiße. Christopher Nkunku. Ah, da kommt der Pass in die Lücke. Habe ich befürchtet, dass... So, wo sind sie denn? Marcel Sabitzer. Ah, okay. Auch nicht schlecht. Ah, Pavard blockt. So, irgendwas hat er gepfiffen. Was ist jetzt schon wieder? Die nächste gelbe. Für was? Für was? Was denn? Schiri. Er hat erst noch den Vorteil abgewartet. Genauso musst du das machen. Ach komm, ey. Immerhin kriegen wir da mal eine Wiederholung. Ist ja schon mal was. Da kommt die Ecke. Ja. Warum geht denn da keiner rauf, richtig? Mann, Mann, Mann. Nur Müller. Tolisso. Und Javi Martinez. Lukas. Naja, gut, wir probieren mal Lukas zu schicken. Oh, Mist. So, Müller, komm, hinterher. So, nächster Versuch. Oh, was? Oh. Hat er uns da echt noch gefoult, der Leipziger Spieler? Ja, Elfmeter. Elfmeter für Bayern, ne? Keine Frage für mich. Hier muss es Elfmeter geben. Nur, dass es keine Karte gibt. Ja, und sogar berechtigt. Ich glaube, da gibt es eigentlich keine zwei Meinungen. Das war mindestens gelb. Nein, ich wollte erst rechts hinschießen mit Lewandowski. Mann, ey. Da hat der Platz, jetzt die Flanke. Müller. Konrad Tolisso. Kimmich. So, Kimmich.
Kimmich geht vorbei. Wo sind sie? Coutinho. Jetzt Coutinho mit dem Schlenzer und der geht nicht rein. Der geht nicht rein. Ich glaube es nicht. Ah, zu hoch angesetzt. Also ich muss sagen, ich habe den schon drin gesehen. Oben im Dreiangel. Naja, gut. Kein Tor bislang für die Bayern. Ibrahima Konate. So, Davies, komm, mach mal Tempo. Links außen. Der Junge ist schnell. Kurze Hereingabe, genau. Wolf Fuß hat es völlig richtig erkannt. War eine ganz kurze Hereingabe gewesen. Top analysiert die Szene. Ah, Mist, genau reingedreht in den Gegner. Natürlich eine dumme Bewegung gewesen. Marcel Sabitzer. War natürlich anders geplant. Na, jetzt müssen wir aufpassen. Süle klärt. So, nächster angefrollt. Nun Coutinho. Auch dieser Ball kommt an, das macht er gut heute. Okay, der Gretscher tatsächlich rein. So, Lukas, komm. Nein, du Penner. Alles schön gespielt, nur der letzte Pass. Kommt natürlich mal wieder nicht an. Wie so oft. Oh nein. Ach, Mann. Was? Das gibt's doch gar nicht. Den haben wir doch schon gehabt mit Coutinho da, den Ball. So, wen habe ich jetzt hier? Wen kriege ich? Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Na, ärgerlich. 0-0 zur Halbzeit, ey. Was für ein Dreck. Offensiv, sicher noch Luft nach oben. Das Remis also zur Pause, das kann den Gastgeber nicht reichen. Heute offensiv. Ja, verschossene Elfmeter. Hoppla. Gute Torchance von Müller. Coutinho mit einer guten Chance. Also 1-0 dürfte es eigentlich schon stehen hier für uns, aber es steht nach wie vor 0-0 zur Halbzeit. So, mal gucken, ob wir noch eine Schippe drauflegen können. Konrad Leimer, schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Vielleicht der schnelle Konter jetzt. So, dann müssen wir natürlich über außen spielen, über Müller. Und jetzt Müller. Oh, ich weiß ja nicht, Eieiei, da würde ich gerne nochmal die Wiederholung sehen, wirklich. Da verursacht er einen Elfmeter, aber hat trotzdem Glück, Buschi. Ja, denn er darf weiter. Müller ist natürlich keiner, der so einfach fällt, aber er spielt schon den Ball. Er spielt schon den Ball. Gut, eine Wiederholung reicht da jetzt nicht. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht ein Kann-Elfmeter. Lewandowski mit einem zweiten Versuch. Wir probieren es mal unten links diesmal. Und da ist er drin. Beim zweiten Versuch Lewandowski mit dem 1-0. So, und die Führung ist ja noch verdient. Wirklich souverän gemacht. Auch auf diesem Niveau. Nicht selbstverständlich. 18. Tor schon in der laufenden Bundesliga. Unglaublich. Der FC Bayern damit jetzt in Führung. Also, Lewandowski ist auf jeden Fall gut dabei. Ob es ein neuer Bundesliga-Rekord wird, müssen wir mal abwarten. Guter Vorstoß dahin. Schauen wir mal am Ende der Saison nochmal drauf. Ibrahima Konate. Das könnte eine Gelegenheit werden. Wenn man es hochrechnen würde, wird es, glaube ich, knapp werden. Das ist die Mensch. Unwiderstehlich. Konrad Leimer. Gar nichts. Oh Mann, ich hasse das. Dann rennen wir da rein, hatten den Ball schon. Ja, das haben wir gerochen, den Braten.
Komm, Coutinho, jetzt mal ein bisschen Körpereinsatz. Okay, da bleibt er einfach regungslos. Müller, warum bist du denn so langsam? Jetzt wäre nicht mal abseits gewesen. Oh, nicht doch dahin. Ein Träumchen. Ein Träumchen mit der Kirsche obendrauf. Lewandowski trifft schon wieder. Und wie er trifft. Wie er trifft, sage ich dir. Guck dir das an. So, mit dem Abschluss hat Gulaschi nämlich nicht gerechnet. Tja, und dann trudelt der Ball ins Tor. 2:0, 19. Saisontor von Robert Lewandowski. 2:0 steht's hier, sie machen einen guten Eindruck. Und es läuft. Die Bayern-Maschinerie läuft. 2:0 von Leipzig kommt eigentlich, ja, recht wenig bis gar nichts. Hier und da sind mal gute Ansätze zu erkennen. Aber. Das könnte gefährlich werden. Oh, und kaum sage ich's, ist die Riesenchance da für Leipzig. Aber wir haben ja noch den Neuer hinten drin. Wenn gar nichts mehr hilft, dann hilft der Neuer. Ecke kommt in die Mitte. Da passt er auf und kann klären. Jetzt dürfen wir auf jeden Fall nicht zu pomadig werden. Ibrahima Konate. Und den spielt er gleich wieder zurück. Gefährlich! Oh, 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 oh. Eieieiei. Glück gehabt. Wieder Neuer hier, der uns. Na, Schritt Lewandowski. Ne, Martinez war's. So, da ist er am Ball. Wieder jetzt. So, jetzt haben wir Platz. Ja, müssen wir selber machen. Müssen wir selber machen und machen wir selber. Wie erstmal. Davies mit dem 3:0. Schönes Ding. Mitten rein in die Angriffsbemühungen von RB Leipzig fällt es 3:0. Astreiner Konter. Und Davies ist Gold wert, der Junge. Mehr wert als je zuvor. Auf jeden Fall eine richtige Alternative. Wenn nicht sogar mehr auf der linken Seite. Den schlänzt er einfach mal ganz lässig ins Dreieck. Als wenn er jeden Tag nichts anderes machen würde. Und mit dem 3:0 sorgen sie hier für klare Verhältnisse. So, Davies mit dem Ballgewinn wird abgepfiffen. Foul, naja. Weiß ich nicht, ob man das pfeifen muss. In der Premier League. Wirst du wahrscheinlich ausgelacht, wenn du das pfeifst. So, Müller, komm. Geh mal voll rein. Ah, schade. Bisschen. Warum geht... Was war jetzt? Abseits? Ach, Leipzig, die haben ja jetzt hier den Dings, der da eben zu sehen war. Wie heißt denn der da? Rodrigo, glaube ich, ne? Ja, von Valencia. Schlag mich, wenn es falsch ist. So, Leute. Zeit für den Wechsel. Cousins darf gerne mal ran für Coutinho. Tolisso muss durchkommen. Muss aufpassen, er ist schon gelb vorverwarnt. Und wollte ich erst Perisic reinbringen, aber ich sehe gerade, Arp haben wir noch mit. Den wollte ja leider niemand ausleihen in der Winterpause. Was sehr schade ist. Weil mit Milik haben wir jetzt natürlich jemanden, der von der Hierarchie vor ihn rutscht. Kimmich. Müller jetzt auf außen. Müller kommt. Oh, Müller mit einer schönen Bewegung. Jetzt ist gefährlich. Er stellt den Körper rein und kann den Schuss. Wo geht denn der hin? Jetzt ein
So, Martinez muss, da müssen wir aufpassen. Der ist schon gelb verwarnt. So, kein Problem für Kimmich, den läuft er ab. Probieren wir es mal mit einem langen Ball in Lauf. Ja, der kommt gar nicht mal schlecht. Ah. Oh, schade. Warum denn? Geh doch hin, Mensch. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Rodrigo. Vor dem Spiel sind so, das war gar nichts. Real Madrid hat den Zuschlag erhalten. Real Madrid hat sich also auch noch Pjanic geschnappt. Bei den Bayern sehen wir im bisherigen. Naja, wer hat, der kann, ne? So, versuchen wir es mal mit einer Seitenverlagerung. Genau, da haben wir wieder Davies hier, der übrigens ein hervorragendes Spiel macht. Ganz energisch. Ah, schade. Da wollten wir ein bisschen viel. Aber warum nicht? Der Junge ist gut drauf. Da kann man ruhig mal ein bisschen Risiko gehen. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Ah, schade. Hier, schönes Tackling von Martinez. Reicht aber leider nicht zum Ballgewinnen. Leipzig über außen. Marcel Sabitzer. So, und den holt Kimmich sich ganz fair. Ach, da steht ja noch ein Leipziger. Oh, aber schön mitgenommen. Michael Cuisance. So, Cuisance macht es hier traumhaft. Jetzt muss der Pass kommen. Ja, und der Abschluss. Ah, alles perfekt gewesen, aber Davies, ja, tritt irgendwie im Boden. Oder um ehrlich zu sein, habe ich zweimal auf die Schusstaste gedrückt und dann kommt sowas bei raus. Sie gehen mit der deutlichen Führung in die Schlussphase, Boucher. Wie siehst du die Partie im Moment? Die Bayern gehen einem ungefährdeten. Ach, Davies, naja, von alleine. Wenn die KI mal von alleine öfter zum Ball rennen würde. So wie jetzt zum Beispiel auch wieder. Da, Martinez steht da wie ein angewurzelter Baum. So, jetzt bräuchten wir mal ein paar Leute, die mitmachen hier. Ah, na, das war natürlich nicht gut gemacht. Nee. Rodrigo. Nordi Mukiele. Und das ist der Ballverlust. So, schöner Fehlpass. Michael Cuisance. Müssen wir warten. Leider. Javi Martinez. Konto Tolisso. Tolisso ist auch noch mit dabei. Jetzt müssen wir aufpassen. Ist hier immer noch am Ball. Jetzt vielleicht. Ah. Müller, Mann. Kann wieder nicht mit ihm, kriegt den Spieler nicht. Dann kommt, geht er natürlich nicht an den Ball. Meine Güte, so schön durchgetänzelt, da will ich fast schon sagen, ey. Ja, die Bayern sind in Spiellaune, definitiv. Die haben Spaß heute. Noch eine Ecke? Nein, Abschuss. Schiedsrichter zeigt's an, es gibt Abstoß. Und zu Recht. So, einen Wechsel haben wir ja noch. Perisic darf gerne noch mal ein paar Minuten ran für Davies. Der darf sich den Applaus abholen. Echt ein gutes Spiel gemacht. Wir hätten ihn noch krönen können. Die Leistung von Davies mit einem zweiten Tor. Aber gut, habe ich ein bisschen verkackt. Da wollte ich einen Haken machen. Das Spiel geht in die letzten Minuten. Die Bayern werden diese Partie wohl gewinnen. Und die Fans, die feiern schon. Und Wolf, das kann ich gut nachvollziehen. Die drei Punkte hier sind so gut wie sicher. Da sollte nichts mehr passieren. Lukas. So, komm, probieren wir es mal mit dem Ball. Der kommt sehr gut.
Ah, Mist. Zu spät leider dann abgespielt. Ich dachte, den Schritt packen wir noch. So, Pavard ist da mit dem Kopf. Das war's, Abpfiff. 3:0, Bayern gegen Leipzig. So, die Spannung souverän. Dafür war es einfach zu einseitig. Ja, sie haben hier dominiert, nie nachgelassen und deshalb geht der Sieg in Ordnung. Doch, war ein gutes Spiel. Wir haben von Anfang an gepresst. Immer einen Zug zum Tor gehabt. Viele Torschancen. Da kann selbst die beste Defensive nicht mithalten. Das ist der verschossene Elfer hier, ne? Ah, ne, das ist der Elfer zum 1:0. Der Freudentanz. Ja, auch schön vom Kimmich natürlich die Vorarbeit hier gewesen und dann Lewandowski ja einmalig. Ist er der beste Stürmer der Welt aktuell? Also ich sag mal so, unter den Top 3 ist er auf jeden Fall. So, da war Leipzig kurz mal am Drücker, da hatte ich schon die Befürchtung, die landen gleich den Ausgleichstreffer. Und dann kam das 3:0. So Leute, danke fürs Einschalten. Sind schon wieder 25 Minuten rum. Reicht dann auch hier. Gut Kick, ne? Und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder. Könnt ihr nochmal kurz gucken, gegen wen es dann geht. Hier im Kalender haben wir eine schöne Übersicht drin. Gegen den ersten FC Köln, das Rückspiel am 15. Februar 2020. Ja, zieht euch warm an. Es wird kalt werden. Also, danke fürs Einschalten und auf Wiedersehen. Tschüss!